Darauf warte ich seit 40 Jahren. Sie nennen sich selbst Geisterjäger. Nach Ansicht der Presse haben sie die Welt gerettet. Keine Augenzeugen. Und wer trägt die Fackel jetzt weiter? Die Nachfahren von Egon Spengler. Sie lassen eine Minderjährige aus einem fahrenden Fahrzeug hängen und wahllos mit einem Laser um sich schießen. Das ist ein Protonenstrahler. Der ist völlig sicher. Also völlig würde ich jetzt nicht sagen. Die Geisterjäger sind am Ende. Okay, tja, abgelehnt. Stattgegeben. Danke. Sind Sie der schräge Kauz, der alten Kram kauft? Korrekt in beiden Punkten. Kumpel, dann ist das hier der Jackpot. Was ist das? Die bessere Frage lautet, was ist da drin? Das Gleichnis handelt von einem unvorstellbar Bösen, das eine Armee von Geistern anführt. Es tötet allein durch die Macht der Angst. Wie? Die erschrecken sich echt zu Tode? Wir stehen vielleicht vor einer zweiten Eiszeit. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. An die Arbeit. Kann ich behilflich sein? Männer in Uniform, ja! Wenn etwas merkwürdig ist. Wenn etwas sonderbar ist. Wen ruft ihr dann? Geisterjäger, was wollen Sie? Wir sind die Geisterjäger. Und kann ich dir noch was sagen? Was? Den Strahler zu schwingen macht mich an. Es fühlt sich gut an. Aufgepasst! Groß, dunkel und rattenscharf auf 12 Uhr. Ich muss sagen, ich bekomme da so ein bisschen die Vibes aus meinen Kindheits- und Jugendtagen. Ich bin mit den Ghostbusters ein Stück weit groß geworden und vor allem war ich zuletzt von Ghostbusters Legacy bzw. Afterlife so überrascht im Kino, weil da einfach, und das ist ja ganz oft bei Franchises so, wenn da neuere Filme rauskommen, dass sie nicht den Spirit des Alten bewahren können und das konnten sie und das, obwohl man an einem ganz anderen Ort war und jetzt hier im neuen ersten Langtrailer sieht man auch eindeutig der neue Ghostbusters Teil, nämlich Frozen Empire, den uns Sony Pictures ab dem 21. März in die Kinos bringt, der kommt zurück an seinen Ursprung, nämlich New York City. Das alte Gebäude, der Ecto One und die Familie Spengler, die zurückkehrt und damit letztendlich den Bogen schlägt zu den Original-Ghostbusters, aber auch in Dan Aykroyd und in Bill Murray, die zurückkehren, aber in Patton Oswalt auch mit dabei, Paul Rudd wie im Film voran und sich da quasi so zwei Generationen rund um Finn Wolfhard zusammenfinden, um auf Geisterjagd zu gehen. Ein Artefakt, dem eine große Macht innewohnt, das Menschen von Angst getrieben sich zu Tode erschrecken, eine Eiseskälte, die damit verbreitet wird, eine Art neue Eiszeit, die über die Erde hineinbrechen könnte und quasi das Kämpfen gegen diese Emotion und gegen Angst selbst. Das hatten wir schon mal im Ghostbusters-Franchise, damals mit diesem Schleim in den 80er Jahren, der was war? Das war das Wut, der die Leute wütend macht und das der Antrieb des Bösen war. Muss ich sagen, mag ich auch bei den CGI-Effekten, besonders wenn man die Blaster sieht, dass die Farben einfach an die Zeit von damals erinnern, wir trotzdem aber die neuen Effekte ringsherum haben und ich so denke, irgendwas Kindliches, Jugendliches wird dabei mir abgetastet, wo ich denke, bin ich dabei, will ich sehen, aber ich glaube auch, dass eine neue Generation damit Zugang zu den Ghostbusters bekommen kann. Diesmal Jill Cannon Regie, also jemand Neues auf dem Regieposten. Mal gucken, ob das was an der Perspektive ändert, aber count me in, ich freue mich ehrlicherweise drauf, vor allem, weil mich Ghostbusters Legacy so überrascht hatte im Kino und bis 21. März ist der auch nicht mehr so lange warten angesagt. Okay, was sagt ihr denn zu diesem neuen Trailer zu Ghostbusters Frozen Empire? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.